Leute, wieder ein kurzes Video von mir, diesmal wirklich, glaube ich, ein kurzes. Aber ich möchte euch eine Sache vorstellen, die neu im Shop unter voicemodul.de verfügbar ist. Ich mache mir immer Gedanken, was man mit ins Programm aufnehmen kann, was dem einen oder anderen helfen kann. Das ist hier, glaube ich, ganz gut der Fall. Angenommen, ihr wollt gerne den einen oder anderen Cache mit einer elektronischen Station aufwerten. Möchtet aber nicht, dass die Cacher eine eigene Stromversorgung mitbringen müssen, 9-Volt-Block-Batterie und sowas, was man da bei meinen wartungsfreien Stationen schon findet. Das ist nicht jedermanns Sache. Umgekehrt hat jeder Geocacher natürlich in seinem GPS-Gerät zwei Akkus, 2,4 Volt oder also 2x 1,2 Volt oder zwei Batterien. 3 Volt, womit jedoch nicht jede Station läuft. So beißt sich die Katze in den Schwanz und ich habe mir Gedanken gemacht, was man da tun kann. Und habe einen sogenannten Step-Up-Wandler mit ins Programm genommen. Das Ding ist so klein wie das Ding ist, so spannend ist das eigentlich. Ganz einfache Anschlussgeschichte, ich führe das auch gleich mal vor. Hier ist die Eingangsseite. Eingangsspannung ab einem Volt, das heißt, selbst mit einem Akku kann ich eine Station betreiben, die maximal 5 Volt benötigt. 5 Volt Ausgangsspannung. Sprich, ich schließe auf der einen Seite einen 1,5 Volt oder 1,2 Volt Akku oder eine 1,5 Volt Batterie oder auch 3 Volt an und bekomme hinten immer stabilisierte, vernünftige 5 Volt, mit denen ich dann weiterarbeiten kann. Wofür kann man das nehmen? Ich habe hier einen Beispielaufbau mal. Gucken, ob man das hier erkennen kann. Das ist das klassische preiswerte Soundmodul. Was aber das Problem hat, dass es mit drei Batterien, also 4,5 Volt, arbeitet. Heißt, braucht 4,5 Volt Eingangsspannung. Hat kein Geocacher normalerweise dabei. Hier habe ich das kleine Dings mal verbaut. Das ist wirklich ja, winzig. Und am anderen Ende habe ich einen Batteriehalter für eine Batterie. Keine Zauberei, wirklich nur eine 1,5 Volt Batterie. 4,5 Volt Modul, 1,5 Volt Batterie. Was passiert? Ich lege die Batterie mal ein. Ich gehe jetzt hier, wie gesagt, ganz einfacher Versuchsaufbau. Also jetzt hier nichts mit Schalter, Taster, sowas. Sondern einfach nur mal, um das zu zeigen. Ich lege die Batterie ein. Und das Modul spielt trotzdem. Wie funktioniert das? Auf dem Ding wird die Spannung hoch, ich nenne es mal hoch transformiert, hochgewandelt. Die Stromaufnahme steigt etwas, was ja nicht stört, wenn der Geocacher seine eigene Batterie mitbringt. Aber dafür, wie gesagt, habe ich hier zur Erklärung, habe ich hier noch eine Diode drauf, die einfach aus den 5 Volt etwa 4,5 Volt macht. Das Modul ist da relativ tolerant. Trotz alledem habe ich hier eine Diode in die Zuleitung mit reingemacht, die nochmal so um 0,5 Volt ungefähr den Ausgang wandelt, falls sich jetzt jemand fragt. Das Ding ist da original nicht drauf. Das muss kein Soundmodul sein, was hier hinten dran ist. Da kann quasi jeder, also jede mir eigentlich gerade bekannte Cache-Station, könnte man da jetzt dranhängen, die halt maximal mehr als weniger als 5 Volt oder genau 5 Volt benötigt. Wenn ihr dazu Fragen habt, einfach mal melden. Ansonsten gibt es dieses kleine Ding für wirklich kleine Kasse. Ich glaube, ja, 4 Euro. Ab sofort unter www.voicemodul.de. Neu dabei sind auch ein paar Step-Up-Wandler, Step-Down-Wandler, das sind Step-Up-Wandler, also der die Spannung hochwandelt. Step-Down-Wandler wandeln die Spannung runter. Umgekehrter Fall, ich möchte dieses Modul mit einem 9-Volt-Block betreiben, weil das Voraussetzung ist, dass der Cacher das Ding in der Tasche hat oder was auch immer. Oder ich baue eine Station, die er im Auto im Zigarettenanzünder betreibt, brauche ich einen Step-Down-Wandler. Die habe ich auch neu drin, liegen zwischen 4 und 7 Euro, je nach Ausführung mit LCD, ohne LCD. Ich mache dazu auch mal noch ein Video. Aktuell fehlt mir dazu so ein bisschen die Zeit, aber das Ding ist einfach so klasse, das wollte ich euch zeigen. Ja, schönen Tag noch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.